Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in meine Welt, in meine jetzige momentane Umgebung. Und zwar bin ich in Uruguay, im Südosten von Uruguay, in der Nähe vom Meer, mitten in der Pampa im Prinzip. Ich bin hier mit Florian zusammen seit fast 3 Wochen. Vielleicht habt ihr es so ein bisschen auf Social Media mitverfolgt, auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich jetzt in letzter Zeit recht viel gepostet. Und auch auf dem Blog könnt ihr gerne mal vorbeischauen, auf travelismind.com. Da habe ich nämlich jetzt einen Blogpost verfasst zu unserer Panamerikaner-Reise, wo es quasi darum geht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Was uns dazu inspiriert hat, jetzt quasi doch von der Reise, die eigentlich hätte nach Richtung Balkan gehen sollen, wie sich das doch jetzt alles gewandelt hat. Und es wird auch zusätzlich sehr bald, ich kündige es jetzt schon mal an, einen weiteren Kanal geben, wo wir ganz speziell über unsere Reise berichten werden. Hier wird es jetzt ein bisschen so weitergehen, also quasi meine Geschichten, Erfahrungen, wie auch immer, meine Gedanken werde ich hier weiter noch so ein bisschen teilen. Und wenn es wirklich um die Reise selbst geht, um die Panamerikaner-Reise, dann wird es da bald was geben. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal vorfreuen. Auf jeden Fall kurz zu dem Rahmen. Wir sind jetzt seit ungefähr 5 Wochen, glaube ich, in Südamerika. Sind nach Argentinien geflogen, dann rüber nach Uruguay, waren 2 Wochen in Montevideo, haben da Sprachschule gemacht. Und jetzt sind wir seit fast 3 Wochen halt hier im Südosten von Uruguay. Wir machen hier gerade wir nehmen teil an einem Workaway-Projekt, was super, super cool ist. Workaway, falls ihr das nicht kennt, ist quasi ein Austausch von Übernachtung und Verpflegung gegen ein paar Stunden Arbeit am Tag. Und es sind halt teilweise echt coole Projekte, viel im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit und oder einfach vor Ort irgendwie lokal mithelfen. Und wir sind gerade bei einer kleinen Familie einem Paar und einem kleinen Kind. Die realisieren gerade so ihren Traum von dem Leben in der Natur und leben halt auch vegan. Dementsprechend leben wir auch gerade so, was uns super gut tut. Die bauen hier gerade quasi verschiedene kleine Eco-Häuser. Ist eine super schöne Arbeit. Die Häuser werden halt aus Lehm gebaut oder so ein Erdgemisch auf jeden Fall und aus Holz. Und da helfen halt so ein bisschen mit. Ich kann leider nicht so viel im Bereich Lehm beitragen. Diejenigen, die Mukoviszidose kennen, wissen vielleicht warum. Da ist eine sehr hohe Keimanzahl in der Erde drin, deswegen ist es für mich halt nicht gut. Das sind ja Keime, die gefährlich sind für die Lunge, deswegen ich kümmere mich um den Garten und gieße alles. Und teilweise restaurieren wir alte Türen und streichen die und so weiter. Also total die schöne Arbeit, macht mir riesig Spaß. Und ja, wie ihr seht, wir sind komplett von Natur umgeben. Die einzigen Sachen, die man hier so hört, sind halt die Naturgeräusche, die Vögel zwitschern, das Rascheln der Blätter und vielleicht mal ein Nachbar, der irgendwie rumsägt oder irgendwas macht. Aber es ist einfach, es tut unglaublich gut, es ist wirklich Balsam für die Seele. Und da kommen wir auch zu unserem heutigen Thema, nämlich der Natur. Ich möchte nämlich ganz gern heute die Game Changer Serie fortsetzen, die ich vor einiger Zeit gestartet habe. Da geht es um diejenigen Dinge in meinem Leben, die ich irgendwann implementiert habe oder die einfach in mein Leben eingetreten sind, die mein Leben komplett verändert haben. Und zwar zum Positiven hin. Die vor allem auch zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen haben und Dinge, die ich einfach
ja, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir extrem gut und die ich auch ja, gern weitergeben möchte, ist natürlich alles, was ich so von mir erzähle, ist nicht für jeden. Aber man kann es mal ausprobieren, wenn man Lust hat, auf jeden Fall. Darunter fällt auf jeden Fall ja, dieses Thema, nämlich in der Natur zu sein. Und gerade wo ich jetzt auch wieder in der Natur bin, merke ich einfach so sehr, wie gut mir das tut, so viel draußen zu sein, halt auch nicht in der Stadt zu sein, weg vom Lärm, weg von Abgasen, weg von alledem. Ich merke das einfach im ganzen Körper und im Geist. Ja, und heute Morgen hatte ich einfach so die Inspiration, das dann mit euch zu teilen. Und dachte mir, ich mache ein kleines Video zu. Genau, dann ich würde sagen, ich starte einfach mal damit, indem ich so von meinen Erfahrungen erzähle. Und zwar habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt von meiner allerersten Campingreise. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Und die hat für mich einfach ja, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Es ist das erste Mal gewesen, wo ich wirklich in der Natur war. Wir waren damals, haben damals eine Campingreise gemacht nach Südfrankreich. Ja, und das war halt meine erste Campingerfahrung auch und das erste Mal, dass ich so viel draußen war und so wunderschöne Natur und Berge und so wirklich hautnah erlebt habe. Und das hat für mich nicht nur diese Reiselust getriggert, sage ich mal, sondern auch ja, diese Liebe zur Natur. Ja, und seither gab es so einige Reisen und auch einfach kleine Abenteuer innerhalb Deutschlands, von meinem Heimatort Düsseldorf aus quasi in die Natur, immer wieder um mich zu erden, vor allem und in erster Linie. Und ja, eine der letzten Reisen, die wir quasi gemacht haben, war ja die nach Polen, Tschechien und die Slowakei. Da gibt es auch ein Video zu, das könnt ihr euch auch gerne anschauen, das verlinke ich auch. Das war wirklich eine ganz besondere Reise, wo wir halt das erste Mal mit unserem Van unterwegs waren, der jetzt übrigens ausgebaut ist und auch jetzt hier in Südamerika ist, seit ein paar Tagen. Aber wie gesagt, dazu bald mehr. Genau, und das war einfach eine wahnsinnig schöne Erfahrung, so viel, ja eigentlich immer draußen zu sein, also draußen zu kochen, draußen zu essen, immer draußen unterwegs zu sein, auch draußen irgendwie, wenn ich gearbeitet habe oder geschrieben habe, irgendwie dann immer draußen zu sein und halt ja wirklich an den schönsten Plätzen überhaupt in der Natur zu sein, an den schönsten Flüssen, am Meer. Also da waren wir nicht am Meer, aber generell. Und ja, ich möchte ganz gerne auf ein paar Punkte eingehen. Ich werde versuchen, es nicht zu weit auszuweiten oder zu viel zu quatschen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht zu weit ausschweife. Ja, also das Erste, worauf ich eingehen möchte in Bezug auf die Natur und warum sie für mich so bedeutend ist, ist wirklich das Thema Zeit. Für mich ist das Thema Zeit eh ein sehr großes Thema, einfach weil ich mich auch in Bezug auf meine Krankheit viel mit Zeit auseinandergesetzt habe. Kann ich ja kurz erklären, also die durchschnittliche Lebenserwartung ist bei Mukoviszidose halt nicht so hoch. Mittlerweile liegt es bei 40, die steigt immer weiter, je mehr geforscht wird und so weiter. Aber das hat für mich eine lange Zeit eine sehr große Rolle gespielt. Mittlerweile immer weniger, weil ich mich da einfach sehr viel mit auseinandergesetzt habe und das für mich einfach keine Bedrohung mehr ist, sage ich mal. Aber dementsprechend war das immer ein Faktor für mich. Und also wie es eigentlich ja auch für alle vielleicht sein könnte, weil ich glaube, viele Menschen machen sich da nicht so viel Gedanken drum, was Zeit ist und was sie bedeutet. Jedenfalls ist für mich, in der Natur zu sein, so ein Gefühl von, ich muss nicht nach einer Uhr leben. Ich lebe quasi ja, mit der Uhr der Natur.
Und das ist für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl, auch einfach auf meine innere Uhr zu hören und ja auch mehr darauf zu hören, so was möchte ich gerade machen oder wonach fühle ich mich gerade. Während in der Stadt dieses, dass alles so schnell abläuft, das stresst mich ungemein. Ich kann dadurch viel weniger im Moment leben. Ich fühle mich dadurch weniger geerdet, weil ich dann das Gefühl habe, es ist ein bisschen wie so ein Hamsterrad, was immer weiterläuft und ich muss irgendwie mitrennen. Und das ist irgendwie das Gefühl, was ich dann manchmal so in Städten habe. Und ja, es ist einfach dieser Faktor der Entschleunigung in der Natur, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Der nächste Punkt ist eigentlich ganz offensichtlich, nämlich die Gesundheit. Ganz besonders mit Mukoviszidose, habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Mir tut es extrem gut, an der frischen Luft zu sein, also überhaupt so viel draußen zu sein. Und es ist auch nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern halt auch die mentale Gesundheit, finde ich. Halt ja, aufgrund dieser Faktoren, die ich vorhin schon genannt habe, also diese Entschleunigung und ja quasi auf seine eigene innere Uhr hören, ist also für mich ein super wichtiger Faktor. Ja, und den nächsten Punkt würde ich fassen unter das Thema Spiritualität. Für mich hat in der Natur sein sehr viel damit zu tun, mich nicht nur mit der Natur zu verbinden und mit allem, was ist, sondern auch mit meiner eigenen Natur und mit der Wurzel von allem, sage ich mal. Für mich hat es viel mit Achtsamkeit zu tun, im Moment zu leben und ja quasi diese ganzen äußeren Einflüsse, die man sonst vielleicht hat, dadurch, dass die so ein bisschen wegfallen, kann man ja immer mehr zu sich kommen und auch so ein bisschen mehr auf seine innere Stimme wieder hören und nicht nur diese ganzen tausend Stimmen von außen nur wahrnehmen und darauf reagieren, sondern halt gucken, okay, was kommt eigentlich aus mir heraus? Was sind meine Wünsche und was sind ja, Gefühle und Gedanken, die vielleicht da sind, die ich sonst nicht wahrnehme, weil einfach so viel im Außen passiert. Ja, das heißt, für mich ist das einfach ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, was glaube ich, für alle wichtig ist. Ob man jetzt sich selber als spirituell bezeichnet oder nicht, das ist ja eh so ein Wort, das man auch falsch verstehen kann. Für mich ist Spiritualität einfach nur eine andere Form von im Moment leben, von Bewusstsein und einfach so das große Ganze irgendwie. Also meine Verbindung mit der Erde und dem Universum und der Natur und quasi so alles zusammen. Und es hat für mich nicht mit irgendeinem Wu-Wu zu tun oder so. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir auch zu dem letzten Thema, wo ich ein kleines Zitat zu habe, nämlich von Henry David Thoreau, der das Buch Walden geschrieben hat, der einfach also das wunderschön in Worte fassen kann, was die Natur auch mit einem macht. Und lese ich einmal kurz vor. Die Hochzeit der Seele mit der Natur macht den Verstand fruchtbar und erzeugt die Fantasie. Ja. Also, das kann man natürlich jetzt irgendwie interpretieren, wie man möchte, aber ich finde, das stellt so ein bisschen dar, wie das den Verstand, der ja sonst sehr, sehr aktiv ist und immer was zu sagen hat, immer was zu melden hat, dass der so ein bisschen, ja, sag ich mal, vielleicht besänftigt wird oder ein bisschen runterkommen kann und in dem Sinne fruchtbar gemacht wird für, hier steht es als Fantasie, aber das ist ja der ganze Bereich von, sag ich mal, Kreativität, Inspiration. Das heißt, also für mich ist Natur auch so die Quelle von Inspiration. Wenn ich mich mit der Natur und mich mit mir selber auch verbinden kann und all diese Sachen im Außen so ein bisschen weglassen kann oder nicht so viel von außen auf mich einwirkt, habe ich einen direkteren Zugang zu meiner eigenen Inspiration und Kreativität und auch Fantasie und Verspieltheit und so weiter und so fort.
Das heißt, ja, für mich ist auch in der Natur sein eine große Inspiration, wo ich einfach auch viel zum Schreiben komme, wo ich auch gern einfach mal irgendwie ein Blatt Papier zücke und mal was zeichne oder wo einfach die Ideen so ein bisschen besser fließen können. Ja, und das ist soweit alles zum Thema Natur, was ich gern sagen wollte oder gern mit euch teilen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gern einen Daumen nach oben da lassen. Könnt auch gern den Kanal abonnieren. Und ja, unbedingt auf Facebook und Instagram immer mal wieder reinschauen, um zu erfahren, wann ja, die ersten Infos zur Panamericana-Reise kommen oder die erste Input quasi. Schaut auch gerne auf dem Blog vorbei, www.travelismind.com, und ja, gebt mir auch super, super gerne euer Feedback, was die Natur für euch vielleicht bedeutet, was für euch sonstige Inspirationsquellen sind, das würde mich total interessieren. Ja, und vielleicht auch allgemein, was so eure Game Changer im Leben bisher gewesen sind. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid, und sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus Uruguay. Und bis dann. Ciao.